Hallo und herzlich willkommen zurück zum Rally Adventure von Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Endlich ist es soweit. Der ein oder andere hat sich sicherlich schon gefragt, wann fährt der Ray endlich einen Ford in diesem Let's Play? Denn ich denke, keine andere Marke steht so für Rally-Erfolg wie Ford. Also zumindest mal über eine ziemlich lange Ära. Eigentlich seit, würde ich sagen, immer. Angabe ohne Gewehr, weil was ist jetzt immer? Ja? Aber ich würde sagen, Ford und Rally, das ist unzertrennlich. Ja, und kurzerhand habe ich mich heute für den M-Sport Fiesta entschieden, denn ich denke, auch M-Sport steht zumindest mal in der jüngeren Rally-Geschichte definitiv für viel Erfolg. Aber wir können das Fahrzeug natürlich nicht einfach so lassen. Da müssen wir noch mal ein bisschen Hand anlegen. Unter anderem muss da auch wieder ein Anti-Lag verbaut werden. Das ist doch ganz klar. Und das machen wir jetzt einfach mal an der Stelle. Auch wenn die Leistung auf über 500 PS geht. Aber ich habe ja angekündigt, wir wollen ein bisschen zulegen, ja. Aber ich glaube, mehr als das mache ich auch nicht. Also vielleicht könnten wir ja die Reifen ein bisschen breiter machen. Einfach aufgrund dieser Leistungszunahme. Ja, es gibt auch tatsächlich neue Teile, beziehungsweise neues Licht für den M-Sport Fiesta. Im Übrigen, der Serien Ford Focus RS Baujahr 2017 hat auch Rally Parts bekommen. Habe ich auch überlegt, ob ich den schnappen soll für die heutige Folge, aber ich habe gedacht, nee, ich will ja jetzt ein bisschen einen drauflegen, was die Leistungsklasse angeht. Und ich glaube, mit dem M-Sport bin ich schon ganz gut dabei. Wir haben ja auch noch zwei Rallycross-Fahrzeuge, einen Fiesta und einen Focus. Und ich glaube, die wären dann nochmal die Steigerung davon. Dann hätten wir auch vielleicht noch ein RS200. Ja, das wäre ja auch von Ford eine Geschichte, ne? Gruppe B-Monster. Also, ja, also es gibt Steigerungspotenzial gerade im Hause Ford. Aber es gibt auch viele andere Klassiker, ja? Ford Capri zum Beispiel und so. Also, wie gesagt, Ford hat schon echt viele, viele tolle Rallye-Fahrzeuge. Achso, das Licht wollte ich jetzt gar nicht montieren. Macht auch ein bisschen das Design kaputt. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, ich ändere so sonst nichts ab. Wir können jetzt Getriebe ändern, dies, das. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Bremsen könnten wir besser machen. Braucht er das? Boah, wir machen es halt einfach mal, oder? Sicher ist sicher. Gewicht könnten wir sogar auch reduzieren. Aber wir bleiben mal LI 858, ich glaube, das ist schon mal eine gute Ansage. Und bevor ich gleich weiterfahre, der M-Sport Fiesta ist super weich gefedert. Und ich finde für meinen Geschmack, ich finde das immer ein Ticken zu weich. Und genau deswegen würde ich ganz gerne tatsächlich erstmal hier ein bisschen was ändern, würde ich ganz gerne die Federrate etwas erhöhen, etwas gut erhöhen, weil er hat halt auch noch eine Aero, ja, moderne WRC-Fahrzeuge. Gut, modern, Anführungsstrich, ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre altes Ding, 2017, aber es zählt trotzdem für mich noch für die moderneren, auch wenn mittlerweile Hybrid und so weiter Einzug erhalten hat bei der WRC. Ja, aber da finde ich, oder ist halt viel Aero auch mit dabei. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie krass die halt dann aufs Fahrzeug drücken, wenn die Federn dann zu schwach sind. Dann drückt es immer nach unten und die Federn verrichten eigentlich gar nicht mehr die Arbeit, die sie verrichten sollen. Und deswegen würde ich gerne hier etwas das Ganze härter machen. Wenn wir jetzt natürlich voll Querfeld einfahren würden, macht es vielleicht Sinn, so super weich zu sein. Aber das machen wir ja nicht. Wir sind ja hier bei der Rally Adventure und nicht hier beim Rally Raid, weiß ich was. Ups, hier würde ich auch ein bisschen weniger Sperre. Aber sonst passt. Und dann will ich hier gar nicht länger verweilen. Ich habe es ja schon angekündigt hier in diesem Let's Play. Ich will nicht zu viel ins Tuning gehen, aber ein bisschen Tuning gehört einfach dazu. So, ich habe schon das Event ausgewählt, was uns noch fehlt bei Alex. Und es dürfte auch tatsächlich das letzte sein, bevor wir dann das Spitzenduell bei ihm freischalten. Was wir heute allerdings noch nicht fahren werden. Ja? Sondern wir werden einfach ein paar andere Events und Aufgaben mal noch erledigen. Das Ding ist halt natürlich schon eine Waffe hier. Jetzt natürlich mit über 500 PS, das ist natürlich, das geht schon eigentlich in die Rallycross-Richtung, wobei dort halt eher sogar 600 PS der Standard sind. Ja, und jetzt mit dem Anti-Lag ist das natürlich eine richtig geile Waffe hier. Ja, aber wir kommen jetzt hier zu richtig krassen Rally-Boliden. Hui! Ja, der klebt ultra krass. Ja, das heißt, man verpasst die Kurve, dann klebt gar nichts mehr. Aber wir bahnen uns einmal den Weg, wie wir es brauchen, ist doch klar. Muss sein, dass wir das Getriebe je nachdem aber noch länger übersetzen müssen, aber
Wobei, eigentlich müsste es eigentlich passen. So krasse Topspeed-Strecken haben wir eigentlich bei Alex nicht. Wie ihr seht, wir sind schon ziemlich jetzt am absoluten Top-Geschwindigkeit. Die Drei-Sterne-Geschichten, die haben wir ein andermal. Ja, das macht auch schon Bock zu fahren, auch wenn ich jetzt sehr viel auf Asphalt unterwegs bin. Aber es gibt natürlich auch ein paar Asphaltabschnitte. Wir fahren ja jetzt nicht nur auf Schotter. Ja, und solche Fahrzeuge hätte ich mir halt so viel mehr noch gewünscht, eigentlich in dieser Expansion. Ich hab's schon... was haben wir hier Schönes? Auf diese Weise werden unsere Promos nur von Underground-Racern und den engagiertesten Grid Reapers-Fans gesehen. Und natürlich von dir. Ah, ist das das, was er gemeint hat mal hier, Rummy, mit? Das sieht man nur in der Nacht, weil jetzt ist ja schon so gut Dämmerung und so. Weil die habe ich bis jetzt noch nie entdeckt, die Dinger. Cool. Ja. Nevermind. Wir gehen das Ganze an. Nee, aber genau, was ich noch sagen wollte, ich wiederhole mich da, aber ich glaube, das ist auch so das, was viele auch schon im Vorfeld gedacht haben und jetzt immer noch denken. Na, sie bringen eine Rallye-Adventure-Geschichte raus, die ja wirklich offensichtlich rein auf Rallye bezogen ist, nicht auf Rallye-Raid bzw. Querfeld-Einrennen, weil ich hätte gedacht, das ist auch noch irgendwie mit dabei. Diese Strecke ist anspruchsvoll mit Sprüngen und engen Kurven und nach außen geneigten Abschnitten. Sei vorsichtig und fahr schnell. Und dementsprechend ist es, finde ich, eine vertane Chance, weil es gibt so viele geile Rallye-Fahrzeuge, die sie halt noch hätte reinbringen können. Wie eben ein modernes WRC-Fahrzeug zum Beispiel. Oder die der letzten Jahre, wäre ja auch schon cool. So ein 2022er Modell oder 21er oder so. Naja, egal. Wir bauen uns einfach die Autos, wie wir sie brauchen. Ist auch gar kein Problem. Wir machen uns das jetzt gar nicht madig, sondern wir nehmen aber die geilen Fahrzeuge, die wir schon haben. Die wir schon immer eigentlich bei geilen Rallye-Etappen fahren wollten. Und jetzt können wir das machen. Also machen wir doch einfach das Beste draus. So einfach ist es. Das Ding fährt sich halt super geil. Da merkst du halt, das ist halt richtig krass modernes Rallye-Fahrzeug. Aber wir liegen hinten. Guck mal an. Na gut, die Konkurrenz fährt halt natürlich jetzt auch mit solchen Rallye-Monstern. Und da gibt es ja nochmal auch ein paar krassere Kandidaten. So ist es nicht. Gerade wenn Rallye-Cross-Fahrzeuge fahren. Das sind natürlich schon nicht zu unterschätzen. Aber da haben wir die Führung wieder. Oh, wir treten sogar gegen Treibertafen Pluto an. Kennt man ja aus unseren Multiplayer-Folgen. Und Pluto ist einer mit der schnellsten Fahrer bei uns in der Community. Also, gucken wir mal, wie wir gegen seinen Treibertar anstinken können. Aber auch die Rallye wieder super, super, super geil. Fährt mir wieder super gut. Ja, und falls du später zu dem Projekt das eingeschaltet haben solltest und dich fragst, hä, warum hört man die Ansagen nicht? Ja, das ist ein Special Feature, was ich habe als Let's Player, dass ich einfach als Let's Player schön drüber labern kann. Ja, ohne dass sie mich die ganze Zeit unterbrechen, weil ich brauche die Ansagen nicht. Ich habe ja die geilen Symbole. Nein, Spaß beiseite. Ich durfte das Ganze schon im Vorfeld ein bisschen aufzeichnen, vor dem eigentlichen Release. Und da ist halt die Version, das ist dann der Nachteil wiederum, halt noch nicht so ganz bugfrei. Und deswegen fehlt das Ganze. Aber wie gesagt, ich sehe sogar mittlerweile das Positive daraus. Weil ich glaube, wir bräuchten die Ansage nicht. Für die Atmosphäre ist es natürlich geil. Und wenn man selber spielt, auf alle Fälle muss es drin sein. Aber fürs Let's Play finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt. Deswegen habe ich das eigentlich sogar lieb gewonnen. Auch wenn man natürlich, wenn es funktionieren würde, immer noch die Dialoge ausstellen könnte. Aber gut. So, jetzt hier nochmal eine Haarnadel. Und wir haben es. Jiha. Das sieht man auch schön hinten beim Diffusor, ne? Also Unterboden und so. Also Dinger sind schon richtige Aero-Hightech-Monster. Was ja nochmal krasser wurde. Jetzt mit der Hybrid-Ära hat es wieder ein bisschen abgenommen. Aber die Jahre zuvor war das richtig verrückt. Du hast mich überredet. Jeder bei Horizon Raptors will wissen, wer der bessere Rallye-Fahrer ist. Du oder ich? Also nur damit das klar ist. Wir machen das. Also mach hin und komm zur Startlinie, okay? Aber nicht heute. Ja, das Ziel war heute, das freizuschalten. Fahren tun wir es in der übernächsten Folge. Oder in der
übernächsten Folge. Mal gucken, vielleicht machen wir die Reihenfolge dann wieder anders, ja? Aber wir müssen erst das Spitzenduell bei Rami freischalten, bevor wir das angehen. Das war so mein Ziel, meine Prämisse. So, ich würde ganz kurz die Karte wieder einschalten. Die habe ich ja eigentlich ja nur für die Rennen außen, zwecks Atmosphäre und so. Wir wollen da ja kein Navi-System haben. Und dann würde ich sagen, ja, wir könnten jetzt tatsächlich einen Sprung mal machen, auch wenn ich glaube, mit dem werden wir nicht so krasse Sprünge schaffen, weil da die Topspeed fehlt, ja. Deswegen hätte ich jetzt erstmal so geguckt, was für Aufgaben da noch stehen. Können hier auch mal noch kurz die paar Dinger abholen, die wir noch haben, die ich noch nicht abgeholt habe. Da hat es auch gerade irgendwo geblinkt, oder? Also, nee, die Dinger blinken immer allgemein so ein bisschen. Okay, never mind. Ja, Wheelspins habe ich eh mehr als genug, das brauche ich nicht unbedingt. So, was haben wir hier denn? Schönes Super Wheelspin. Jo, nehmen wir mit. Hier noch was. Ja, nochmal ein Anzug. Mechanikeranzug. Und wir kriegen den Trick Truck von Alumicraft. Und das ist ein über 500 PS starkes Trophy Truck Fahrzeug. Und ja, hat auch extrem viel Federweg. Also auch ziemlich crazy. Aber auch genau das ist eigentlich das passende Beispiel wieder, dass das Ding halt irgendwo ja, halt jetzt kein Fahrzeug ist, was hier finde ich, also klar kann man es hier ausfahren, aber gerade so Rallye und so, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Und ich sehe gerade, hier ist, ich habe glaube ich vor einigen Folgen das Falsche gesagt, oder? Nee, doch, war schon der, aber ich habe doch schon mal gesagt, der Polaris ist der, der so erfolgreich war. Habe ich das irgendwie verwechselt? Ich bin verwirrt. Ich habe doch mal irgendwo gesagt, da kriegen wir ein Auto und das war super erfolgreich, so hat hier Bacher gewonnen und dies und das, und das ist auf jeden Fall das hier. Aber ich habe das irgendwie, glaube ich, mit einem anderen verwechselt. I am so sorry. So. So, also auf jeden Fall das hier, was wir hier freischalten können, wenn wir das große Rennen gewinnen, ist eben der Polaris RZR Pro XP, der eben unter anderem die 500 Meilen von Dakar fahren oder gefahren hat oder fahren soll. Er hat aber auch schon eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. Er hat die Barra 1000 gewonnen, die Barra 500 und eben die UTV-Meisterschaft. Also ich konnte oder korrigiert das jetzt einfach nochmal, weil ich glaube, das glaube ich bei irgendeinem anderen Auto erzählt, was gar nicht passt. Also, my bad, mein Fehler. Ja. Gut. Achso, ich wollte aber gucken, was für Aufgaben es gibt. Also, wir gucken erstmal hier. Hier haben wir alles schon geschafft. Okay, warte mal, gehen wir mal durch, was wir hier noch nicht haben. So, so. Hier sind die ersten. Alle zwei Sterne beim Palmwald. Okay, das könnten wir schaffen. Fahre innerhalb von 3 Minuten 30 in jedem beliebigen Retro-Rally-Auto. Okay, das geht ja schon mal fast nicht mit dem Auto, was wir jetzt haben. Okay, wir gehen mal weiter. Was haben wir noch? Schließe Waldweg in unter 250 Sekunden in einem beliebigen modernen Rallye-Auto. Okay, das sind schon sehr krasse Beschränkungen. Also sowas können wir eigentlich jetzt quasi nicht machen, wenn ich jetzt primär bei dem Fahrzeug bleiben will. Aber hier haben wir doch noch was. Zerstöre 5 Jahre der Horizon Raptors in 30 Sekunden. Okay, das finde ich eine coole Aufgabe. Das können wir auf jeden Fall angehen. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, zerstöre 5 Piñata Trucks der Horizon Raptors in 30 Sekunden. Okay, aber da können wir doch einfach, würde ich jetzt sagen. Ich bin langweilig, aber ich wüsste, wo ganz viele halt stehen. Und das war ja hier bei der Bike-Strecke, oder? Habe ich zwar schon mal gemacht. Achso, da hatte ich aber die Stufe noch nicht, glaube ich, ne? Deswegen wahrscheinlich hat es nicht gezählt, könnte ich mir vorstellen. Nur um zu beweisen, probieren wir das mal. Ein sehr lockeres Rennen zwischen guten Freunden ist. Wer gewinnt, kriegt das Horizon Raptors Auto. Ich mach dich fertig. Ah, auch wenn das Auto jetzt hier nicht unbedingt das Beste ist, aber jetzt kriegen wir hin, oder? Zählt der das jetzt? Ah, die Zeit läuft, also muss es zählen. Ja, haben wir geschafft. Nice. Sehr schön. Haben wir geschafft. So, was haben wir denn hier? Beliebige Rallye-Monster. Hey, 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 das haben wir. Das können wir machen. Also, fahre in 3 Minuten in einem beliebigen Rallye-Monster von der Cascada Fuerte zum Lago Azulado. Okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo Cascada Fuerte und Lago Dingens hier ist. Okay, er zeigt mir schon einen Weg an. Von wo? Okay, von hier. Und dann wahrscheinlich zu dem Wasserfall da oben, könnte ich mir vorstellen. Wo ich hier eh schon mal hin wollte. Oder? Oder wo ist das? Tres Colinas? Nee. Tierra Verde ist es. Okay, das schaffen wir aber, oder? Dann porte ich mich jetzt aber mal kurz hier hin. Aber ich glaube fast, dass so rumfahren schlauer ist. Deswegen porte ich mich mal hier hin und fahre in die andere Richtung. Ich denke, er zeigt mir gleich die Route eh an. Ich bin da guter Dinge. Gucken wir mal. Noch läuft die Zeit nicht. Okay. Muss ich doch umgekehrt fahren.
Madagaskar fährt dem mächtigen Wasserfall. Nee, halt, das ist Quatsch, was er mir anzeigt. Keine Ahnung, warum er mir das hier unangezeigt. Steht auch da, Wasserfall im Norden. Ich bin eindeutig im Süden. Aber ich muss doch. Okay, ich bin verwirrt. Wo ist denn dieses Dingsbums Fuerte? Es muss ja hier oben. Hier oben ist der Wasserfall. Okay, dann ist es hier oben. Dann porte ich mich jetzt einfach hier oben hin und dann geht's wahrscheinlich gleich los. Oder ich porte mich mal hier hin und fahre dann weiter und dann geht's wahrscheinlich gleich los. Das kriegen wir schon hin. Ja? Wir sind doch Profis. So. Okay, aber da, wo wir gerade waren, da müssen wir hin. Das ist das Ziel. Okay, ich bin gespannt. Zum Wasserfall wollte ich sowieso schon mal, aber ich wollte eigentlich hin, um ein bisschen Sightseeing zu betreiben. Das wird jetzt nicht gelingen, weil ich direkt runterballern muss. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, hoffe ich. Okay, ich kriege keine Route vorgegeben. Das finde ich scheiße. Ich hoffe, die Zeit stoppt jetzt. Und dann muss ich jetzt hier runterkommen. Okay, also ich weiß nicht, ob das reicht, wenn ich einfach der Route folge. Ich glaube, ich muss hier und da muss ich schon ein bisschen abkürzen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, 3 Minuten ist eine lange Zeit, aber schaffe ich in 3 Minuten da durchzupreschen? Vor allem bei Rallye-Monsters gibt es ja noch krassere Rallye-Monsters. Egal, probieren es mal. So, dann nutze ich auf jeden Fall jetzt die Abkürzung, wenn der mich hier lässt. Sorry für den Rempler, aber ich muss hier den schnellsten Weg gehen. Die Zeit läuft auf jeden Fall jetzt. 1 Minute haben wir knapp, aber ja, das schaffen wir. Ich bin guter Dinge. 5 Kilometer noch, das schaffen wir. Wenn uns Topspeed ein bisschen fehlt, aber das kriegen wir schon hin. Ich kürze mal hier unten ab. Müssen wir nämlich nicht durch das Örtchen fahren. Wir müssen natürlich jeden Vorteil nutzen, den wir haben. Das könnte doch knapper werden als gedacht. Man muss aber denken, bei Rallye-Monsters kannst du halt richtig krasse Autos fahren, die natürlich nochmal ganz andere Geschwindigkeit aufbauen. Deswegen, ja, mal gucken. Aber ich glaube, auch hier würde ich jetzt eher versuchen, mehr oder weniger den direkten Querfeldeinweg zu gehen. Dann ist es auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Aber, oh, das tut mir im Herzen weh, so zu fahren. Breakdancer. Ja, komm, jetzt können wir aber den Weg angehen. Machen wir jetzt auf jeden Fall. Okay, es hat hier schon gereicht, das zu schaffen. Sehr gut. Nicen. Ich zerstöre einfach mal, weil ich lustig bin. Weil hier hätten wir auch die 35 Sekunden schaffen können. Sordele. Dann gucken wir doch mal. Das haben wir auch geschafft. Das wollte ich aber gar nicht schaffen, sondern hier wollten wir ja doch das schaffen. Okay, was haben wir denn hier noch? Gewinne ein beliebiges Horizon Raptors Rennen in einem beliebigen Subaru. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Als wir den Subaru gefahren sind, waren wir in einer anderen Disziplin unterwegs, okay. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir eben noch hier mitmachen können. Halte 10 Sterne bei allen Fahrenschildern, okay. Also das müsste eigentlich auch möglich sein. Also wir machen mal die Gefahrenschilder dann einfach. Was haben wir hier noch? Halte innerhalb von 3 Minuten 30 Sekunden ein Stern bei den Gefahrenschildern des Palmenwalds. Okay, das ist auch cool. Quasi eine Kombination aus 2 Gefahrenschildern. Das könnten wir eigentlich auch machen. Was haben wir noch? Gewinne 3 Horizon Raptors Veranstaltungen in einem beliebigen Mini. Okay. Schließe das Dünen-Gefahrenschild innerhalb von 30 Sekunden 2-mal ab. Auch cool. Halt im beliebigen Horizon Raptors 10 lang eine Geschwindigkeit von 161. Okay. Du bist die Gefahr, halte einstellen bei allen Gefahrenzeichen innerhalb von 10 Minuten. Was? Okay, das ist eine krasse Challenge. Sollen wir die machen? Wir haben ja noch 10 Minuten. Das wäre ja mal eine richtig krasse Challenge. Da müssen wir manche auch zum ersten Mal machen, aber müssen wir halt viel mit Porten arbeiten. Aber ich glaube, ist ja okay. Wir haben hier die meiste
Map schon abgefahren. Ich finde die geil, die will ich machen. Ich will aber trotzdem noch ganz kurz gucken, was wir hier noch haben. Alle 3 Sterne, okay, gewinne alle Rennveranstaltungen. Klar, da haben wir das Rennen halt noch nicht gehabt. Oder? Nee, gewinne alle Horizon Raptors Rennveranstaltungen. Warum 0 von 8? Ich hab doch schon. Gewinne alle Horizon Raptors Rallye-Veranstaltungen. Ah, Rennveranstaltung. Ach so, weil ich Rennen noch nicht gemacht. Ah, okay, ja, ich bin dann Rallye gefahren. Okay, I see. Und 100 Pinata-Dinger müssen wir zerstören. Okay, aber die machen wir eh ab und zu. Okay, nee, dann lass das mal machen mit den 10. Das finde ich geil. Das heißt, es beginnt ja zu zählen, sobald ich das erste geschafft habe. Aber dann lasst mich ganz kurz den Filter anpassen, weil sonst wird es schwierig. Okay, ich kann nur die Saisonalen anwählen. Okay, ich muss alle PRs dann anwählen. Naja, kriegen wir schon hin. Oder? Nee. Ah, okay, warte, die haben das anders gemacht. Quasi, ich muss das so machen. Okay. Okay, 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 I see. Dann, ja, das Problem ist, wir müssen halt auch wissen, von wo fahren wir die jeweils an. Na, das ist halt die Frage. Weil es bringt ja halt nichts, wenn wir da nicht richtig das Ganze anfahren. Wie viel sind das denn insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5 Stück, ne? Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen erstmal mit einem, was wir noch nicht haben. Gucken wir uns den hier erstmal an. Das kriegen wir doch hin. Ich meine, das ist absolutes falsche Fahrzeug für Sprünge. Aber ey, was soll's. Okay, wir müssen also über die Düne eigentlich Schwung holen und dann springen. Oder von der anderen Seite. Das kann auch sein. Ich guck's mir mal kurz von der anderen Seite an. Ja, ich denke fast, dass wir von der anderen Seite, weil wir da mehr Schwung holen können. Probieren wir es mal. Und dann müssen wir uns halt quasi beeilen. Ich glaube, wenn wir ins Menü gehen, bleibt ja die Zeit gestoppt, aber trotzdem. Ich meine, wir müssen nur 1 Stern schaffen. Das ist jetzt nicht das Krasse an sich. Aber wir müssen es halt schaffen. Und also keine Bruchlandung oder irgendwas. Gucken wir mal. Ich finde, das ist eine coole Challenge irgendwie. Jetzt schauen wir mal. Sollte jetzt auf jeden Fall 1 Stern schon mal sein. Dann sind sogar 2. Dann gucken wir hier noch. Ich denke mal, wir müssen von hier kommend springen. Ich mache auch gleich eine Route hin. Ich glaube, das ist einfach. Oh, wenn die Route sagt, aber von hier soll ich fahren. Okay, dann mache ich das mal. Das macht es ja nicht ohne Grund, den Weg von da oben, also von Nord nach Süd anzugeben. Dann mache ich das lieber auch mal so. Okay, jetzt zeigt er mir hier was komplett anderes an. Was soll jetzt der Scheiß? Das will ich doch gar nicht machen. Oh nein, nicht denn. Das war fast klar. Da habe ich jetzt voll daneben gezielt. Dahin. Oh fuck, das geht ja richtig tief runter. Okay. Dann machen wir jetzt das Palmenwald auch noch. Können wir vielleicht 2 Aufgaben in einem machen. Das wird wahrscheinlich hier oben sein, schätze ich mal. So ist es. Auch hier mache ich die Route. Dann wissen wir, wovon her wir wieder fahren müssen. Das ist der Trick. Und ich denke, das andere läuft im Timer auch noch. Das müssen wir machen. Wirklich fahren, da dürfen wir uns gar nicht porten. Ah, okay, I see. Na gut, dann haben wir aber das andere ja jetzt quasi verkackt, würde ich sagen. Okay, pass auf. Dann mache ich aber ganz kurz mal das mit den 10 Minuten wieder an. Ich hoffe, das läuft noch. Oder müssen wir wirklich, wir dürfen uns nicht porten, kann das sein? Oh Gott, dann ist es ja, dann ist es richtig schwierig. Das ist ja fast unmöglich. Also wir dürfen uns nicht porten, ist es wirklich so? Nee, jetzt kommt er wieder mit dem hier. Okay, ich muss das ja eh machen. Dann mach ich das. Oder vielleicht, weil er immer die andere Aufgabe aktiviert, dann macht das andere doch wieder weg. Das kann natürlich sein. Dann machen wir jetzt erstmal das hier fertig. Wir kommen noch dahinter. Also ich würde jetzt behaupten, ich durfte mich bei dem hier auf keinen Fall porten. Ja, hier sind die Dingskisten wieder. Das ist mir jetzt aber gerade egal.
In 10 Minuten. Ja, gut, ist schon möglich, vielleicht, wenn ich durch die komplette Map fahre. Ich meine, ist ja auch eine der. Geil. Oh, fuck, nee, doch nicht geil. Ich dachte, ich schaff's genau wie so zu landen, dass ich weiterfahren kann. Ich meine, das sind ja auch vielleicht Aufgaben, die wirklich dafür gedacht sind, dass du das mit den krassesten Aufbauten machst. Und auch wenn der M-Sport geil ist, aber es geht natürlich noch heftiger, das sind wir alle. Ja, wir probieren es jetzt nochmal einfach. Und dann sollte das ja auf jeden Fall geschafft sein. So, das haben wir geschafft. Jetzt gucke ich mal, ob das andere mit 10 Minuten noch läuft. Weil im Prinzip haben wir ja trotzdem jetzt das immer noch am... Also müsste theoretisch immer noch laufen. So ist es. Okay, wir müssen das tatsächlich ohne Porten machen. Dann ist jetzt die Frage... Ne, dann machen wir das hier drüben jetzt noch schnell. Okay, aber das ist heftig, ey. Das ist echt heftig. Aber wir probieren es mal. Wenn nicht, das ist eine Aufgabe für eine der zukünftigen Folgen. Ja. Ein Stern ist, sollte ja easy sein. Das heißt, wir brauchen ja nicht immer übertreiben mit einem Anlauf oder so, sondern es ist einfach nur wichtig, da hinzukommen. Und dann schauen wir mal. Okay, zwei Stück noch. Das heißt, das ist der hier und... wo ist der andere? Blöd. Der da hinten. Oh Gott, das wird halt heftig, da hinzukommen. Bei dem. Wenn wir wahrscheinlich mit dem sogar anfangen müssen, wenn ich ehrlich bin. Naja, egal, jetzt ist es so. Aber gut, wir haben jetzt noch... Hä? Was macht er jetzt? Nein, mach das weg. Dass der immer Sachen anwählt, die will ich doch gar nicht. Nix, drei Sterne. Ich bin bei dem hier noch. Jetzt hat er mir die Route wieder weggemacht. Arg! Sag mal. Jetzt wahrscheinlich wähle er jetzt wieder die 3 aus, oder? Ja, das war so klar. Das will ich doch gar nicht. Egal, ich spring's trotzdem. Ich weiß ja, dass das andere trotzdem weiterzählt. Also, machen wir uns nicht verrückt. Gut, ich mach mich die ganze Zeit schon verrückt. Ich mach mich jetzt nicht mehr verrückt. So. Der arme M-Sport wird hier richtig drangsaliert. Für das ist er eigentlich nicht gebaut worden. Das Ding nehmen wir auch noch mit. Wenn wir eh 100 Stück irgendwann haben müssen. Immerhin wissen wir bei der Expansion, wir können durch alles durchfahren, was zumindest mal Baum oder Strauch ist. Okay, jetzt komm, let's go. So, den Hammer. Und jetzt machen wir den da. Und da müssen... Boah, da müssen wir... Ja, da müssen wir einfach jetzt da so fahren, das geht nicht anders. 7 Minuten haben wir noch. Ja, okay, komm, das schaffen wir easy, da hinzukommen. Also da... Das sollte gut machbar sein. Habe ich mir wieder mehr Stress gemacht als nötig. Also ich denke schon, dass wir da... Wir könnten auch versuchen, da hochzufahren tatsächlich. Komm, wir probieren es mal. Ich habe Vertrauen. Oh ja, der beißt richtig grip-technisch. Man merkt richtig, wie er gar kein Problem hat, hier hochzukommen. Geil. Nice. Let's go. Ist auch geil da oben. So eine verlassene Burg. Vorsicht, nicht abfliegen. Haben die Landung auch eigentlich immer ganz gut geklappt. Hoffentlich habe ich das nicht gechinkst. Ja, das soll aber passen. Nice! So. Ja, hier sind wir zu langsam für das. Aber irgendwas war doch noch, was man zweimal in 30 Sekunden oder sowas schaffen muss. Ich glaube, das können wir jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal versuchen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo das war. Genau, das Dünen. Ah, das war das, okay. Ja, das kriegen wir hin. 30. Weil, ich glaube, der Trick ist hier, nicht zu weit zu springen. Also ich port mich jetzt wirklich mal hier hin.
Weil wir müssen es ja zurück auch schaffen. Oder, wir können es ja von beiden Seiten fahren. Stimmt, habe ich ja vorher gesagt. Das müsste eigentlich auch klappen. Komm, lass das mal so probieren. Probieren das mal von beiden Seiten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Weil die Sprünge kannst du auch von beiden Seiten machen, auch wenn es meistens sich von einer Seite mehr lohnt. Ja, das soll auf jeden Fall jetzt für einen Stern gereicht haben. Ja, die 3 Sterne sind mir egal. Und jetzt probieren wir es in die Richtung. Weil ich glaube, zurückzufahren und nochmal Anlauf zu holen, dann sind 30 Sekunden schon sehr schwierig wahrscheinlich. Aber das dürfte zu langsam oder zu wenig sein. Ja, das sind keine... Nee, oder? Doch, hat gereicht. Okay, also man braucht so wenig für einen Stern. Okay, cool. Nice. Geil! Ja, dann sind wir damit wieder mit dieser Folge durch. Hat immer mal Spaß gemacht, dass man merkt, ne? Nicht nur Rennen fahren, sondern auch andere Aufgaben sind ganz cool, auch wenn hier und da natürlich gewisse Voraussetzungen halt sind, fahren mit dieser Klasse oder mit jenem Fahrzeug. Das werden wir auf jeden Fall auch noch angehen. Außer diese ganz, ganz großen Sammelaufgaben. Ja, weiß nicht, ob wir das im Let's Play tatsächlich noch verpacken, aber so die machbaren Aufgaben, die auch irgendwie spaßig sind hier im Let's Play, die werden wir auf jeden Fall angehen. Aber wir dürfen auch das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren. Eben diese Spitzenduelle und natürlich das große Goliath-Rennen am Ende. Und ja, ich würde aber sagen, jetzt sind wir erstmal raus und in der nächsten Folge versuchen wir natürlich auch bei Rami das Spitzenduell freizuschalten. Gerade bei Rami gibt es ja auch noch ein bisschen mehr zu tun. Und deswegen würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao!